Herr Schwarz, was gibt's denn? Apropos Druckmittel. Ich bin gespannt. Ja, schnallen wir uns an, das wird eine wilde Reise. Aber ich glaube, das wird wieder eine interessante Unterhaltung. Also hoffe ich jedenfalls. Ja, mal gucken. Frank, versau's nicht, Alter. Stark Dandebe. Sie sagten doch, ich soll mir keine Sorgen machen und mit dem richtigen Druckmittel bekäme man immer, was man will. Spitkitty. Tja, Frau Fels, es gibt keine einfache Art, das zu sagen, aber Du warnde ich habe Böse. Sie dabei beobachtet, wie Sie nach der Arbeit Thomas Noller erpresst haben. Du hättest das auf einer subtilen Ebene lassen können, du Honk. Miss Bellelip. Und ich hätte nun gerne meinerseits von Ihnen die Akte von Kim Schwarz. Okay. Direkt alles auf den Tisch. Ja, was will man da noch sagen? Auf den Punkt. Ich glaube es ja nicht. Sie erpressen mich? Wenn Sie das nicht gegen mich verwenden würden, wäre ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen beeindruckt. Okay. Woher wissen Sie überhaupt, dass ich diese Kim-Schwarz-Akte habe? Ach egal, ich will es gar nicht wissen. Hier, nehmen Sie die verdammte Akte. Und her mit dem Beweis, den Sie gegen mich haben. Und jetzt raus hier. Okay. Bringen Frage Sie von Sabine die Akte. The Ja, Frage von The Real Panze, macht er sich nicht auch gerade strafbar? Ich glaube, wir hätten uns nur strafbar gemacht, wenn wir Geld verlangt hätten. Ja. Na okay, wir haben sie erpresst. Ich meine, es wird eine Verordnung da geben, dass man nicht andere Leute. Also, ich denke, wir haben Ja, uns auch und gerade strafbar gemacht. Ja. irgendeine Verwaltungsordnung vielleicht, die wir jetzt nicht kennen. Oh, und Teilapplaus. Uhu. Genug Teilapplaus gesammelt. Ordentlich Konfetti. Ja, ein Das großer sieht auch Teil schon des cool aus. Teilapplaus war für das, was du über den Zensus erzählt hast. Und ein klein bisschen Teilapplaus war jetzt für Frank, dass er das einigermaßen okay gemacht hat, würde ich sagen. Vielen Dank. So. So, wir müssen unserer Frau die Akte bringen. Oh Gott. Wir müssen mit unserer Frau reden, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das wird auch wieder in Tränen enden. Also in meinen Tränen. Ja, Aber und Zähne in der Tischplatte. Und wir haben übrigens auch an Anerkennung hinzugewonnen mit irgendwas. oh ja. Neue. Wehrpflichtersatzabgabe ist auch ein schönes Wort. Ja, als unbescholtener Zivilist sind Sie verpflichtet, die Armee unseres glorreichen Landes mit Ihrer Wehrpflichtersatzabgabe zu unterstützen. Bitte zahlen Sie fristgerecht. Okay. Oh, wir haben für die. Dafür haben wir nur noch 54 Stunden. So lange läuft aber auch. Nee, die Mission läuft länger. Oh, interessant. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich weiß jetzt nicht, was Sabine mit der Akte macht, aber ich bin auf der einen Seite auch ein klein bisschen froh, dass wir uns. Ach so, unsere Frau ist noch gar nicht zu Hause. Ich spreche noch mal mit Maria Hallo, Herr Günzel. Schwarz. Hallo, Herr Schwarz, was treibt Sie hierher? Ah, keine neue Gesprächsoption. So, unsere Frau ist natürlich noch bei den Pionieren und pioniert rum. Tja. Bring Sabine die Akte. Hier unten. Ah, wir können wieder Dinge tun. So, Entkalker und Heizöl. Wie sich das gehört. Tja. Da kommt die Punkerin. Aber unsere Frau. Ne, okay, es ist 13 Uhr. Die müsste auch bald kommen. Fand ich cool, die Reaktion. Wenn sie das nicht gegen mich verwenden würden, wäre ich fast ein bisschen beeindruckt. Ja. Hat was. Vermieden?
Niemand möchte bei uns einziehen. So, was macht ihr denn so am Kiosk hier? Okay, ich mach mal, glaube ich, einfach ein bisschen schneller, bis unsere Frau kommt. Achso, das sind nur Bücher. Das ist kein Hinweis. Okay, ich dachte, ich müsste jetzt hier irgendwie gleich... Oh, sie unterhalten sich über Musik. Und da ist unsere Frau. Na denn, schnallen wir uns an. So, und da runter. Frank, was willst du? Wegen Kims Akte. Wegen des Berichts über Kims Teilnahme an dieser Demonstration. Was? Ich bitte heim. Ich wollte dich gerade fragen. Hast du etwas erreicht? Ja, ich konnte Kims Akte abfangen. Sie wird nicht weiter bearbeitet. Damit hat sich das Thema erledigt. Die Strafe ist vom Tisch. Weil die Akte verschwunden ist, müssen wir auch keine Geldstrafe mehr bezahlen? In diesem Fall ist das so. Glücklicherweise wollte man Kim nicht in ein Lager schicken. Das hätte ich nicht mehr aufhalten können. So wie das. Ah, was für ein Glück, Frank. Du hast uns alle vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Ich danke dir. Wenn man dich wirklich braucht, dann bist du für uns da. Ich tue, was ich kann, Schatz. Yay. Aufgabe abgeschlossen und wir haben eine neue Wehrpflichtersatzabgabe. Oh ja, die Rechnung ist weg. Und noch eine Wehrpflichtersatzabgabe. Okay, dann bezahlen wir die mal. Okay, puh. Kompliment und Vorwurf in einem Satz. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Okay, jetzt haben wir noch die Akte. Oder? Nee. Ich habe die Akte, aber sie ist nicht mehr da. Nee, ich habe keine Akte. Ich habe die Akte verschwinden lassen anscheinend. Ich finde es auch übrigens total spannend, dass sie ja jetzt augenscheinlich auch weiß, dass er im Ministerium arbeitet. Weil sie ja irgendwie meinte, so, du hast ja Zugang und dass jetzt war sie auch überhaupt nicht verwundert, dass er eine Akte verschwinden lassen kann und so. Und dann kommen trotzdem immer noch die alten Vorwürfe. Er ist ja schon wieder aufgestiegen. Zwar in der niedrigen Stufe, aber es geht ja voran. Ja. Ja. Ja, aber jetzt haben wir unsere Frau mal glücklich gemacht. Ja. Endlich. Okay. Er arbeitet dir 10.000 Ansehen. Ist das Einzige. Und wir haben jetzt durch irgendwas auch nochmal ein bisschen Ansehen bekommen, durch irgendeine Mission. Ja, was ist das Nächste? Also, ich meine, wir haben... Tut mir leid, dass ich immer wieder... Ich gucke nochmal, niemand möchte ins Haus einziehen. Was steht denn bei dem Günzel gerade noch so? Gerhard Günzel schlägt seine Frau und Kinder. Also wir könnten wieder sowas... Also wir haben diesen Beweis wieder. Aber der kommt ja wieder frei, weil es sind ja seine Kollegen. Bei denen steht nichts. Die Tochter spielt halt... spielt Geige. Das haben wir weitergegeben. Christian Schulinger beschwert sich und arbeitsscheu. Könnten diese Sachen... Das will ich auf keinen Fall machen. Frech und anstandslos. Ja, und wir könnten nur über unseren Sohn sagen, dass er gerne fernsieht für noch ein bisschen Anerkennung. Was steht denn bei unserer Tochter jetzt an Informationen? Nur trinkt Alkohol, spielt mit einer Ratte und wir haben Tütchen mit Drogen. Okay. Ja. Achso, und also beim Beamten haben wir halt auch diese Sachen und von Frau Fels haben wir jetzt strikt gerne. Liebt Tiere.
Das will ich aber eigentlich auch alles nicht. Also höchstens politisch neutral. Ja, aber wozu? Ja, nee. Ja, höchstens für Anerkennung. Ja. Ich will dem Spiel seinen Lauf lassen und lass uns mal gucken, wie die Anerkennung aus dem... Also jetzt haben wir ja auch innerhalb von kürzester Zeit irgendwie 300 Ansehenspunkte dazu gekriegt. Genau. Oh, okay. Ein Platz an der Tafel. Pause. Da ist schon wieder die nächste. Geh ans Telefon. Ja, das ist jetzt nicht so kompliziert. Na denn. Ich bin so gespannt. Frank Schwarz hier. Schwarz, ich habe einen Auftrag für Sie. Ein Auftrag? Worum geht es? In Abteilung 2 des Ministeriums muss Platz gemacht werden. Und warum fragen Sie da mich? Weil Sie das Büro erhalten sollen. Nicht meine Entscheidung, glauben Sie mir. Natürlich sollen Sie sich selbst darum kümmern. Und wie genau? Oh, Sie sind echt langsam schwarz. Sie müssen dafür sorgen, dass jemand aus Abteilung 2 rausfliegt. Irgendjemand muss Dreck am Stecken haben. Finden Sie belastende Beweise oder schaffen Sie sie. Und Schwarz? Treffen Sie die richtige Wahl. Sollten Sie jemanden gefunden und gemeldet haben, erstatten Sie mir Bericht. Haben Sie mich verstanden? Ich denke ja, nicht ganz. Ich wäre für nicht ganz, dann müsste ich vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren. Ja. Nicht ganz. Nicht ganz. Was muss ich machen? Abteilung 2. Beweise finden, Personen melden, mich anrufen. Ende vom Lied. Vielleicht steigt dadurch Ihr Ruf in diesem Ministerium so weit, dass ich tatsächlich in Betracht ziehen kann, Sie zu befördern. Enttäuschen Sie mich nicht. Okay. Da würde ich doch mal sagen. Okay, also ganz viele Kameras kaufen und die Kameras in ganz vielen Büros aufhängen. Genau. Ich würde jetzt schon mal wieder losgehen. Oh, ich bin so froh, dass wir das mit unserer Tochter irgendwie gedeichselt bekommen haben. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob dieses Kamera aufhängen, also Dietriche kaufen, Kameras aufhängen und so, ob das nicht ein schöner Start nächste Woche wäre. Ach so. Jetzt bin ich schon da. So, ich habe mal ein bisschen Geld ausgegeben. Ich habe mal 3 Kameras gekauft und nochmal 3 Büroklammern. Achso, das ist ja nicht die richtige Abteilung, wo wir hin sollen, sondern ein Hoch. Ja, hier so ein bisschen Dinge tun, ne? Aber wir müssen auch, wie ich das mitbekommen habe, müssen wir auch auf... hier läuft auch ein Nachtwächter rum, ne? Wurde im Chat eben schon erwähnt. Ja, dann würde ich doch mal sagen, bleiben wir hier. Und ganz im Ernst, erinnert mich vielleicht nächste Woche daran, aber ich glaube, ich kann mir das auch bis nächste Woche locker merken. Der Herr Würger wäre so mein Favorit, muss ich gestehen. Weiß ich noch nicht, lass uns gucken. Lass uns gucken, was sich wie anbietet. Ich finde, Little Nation, ich danke für den Kommentar. Kameras, jetzt habt ihr das Spiel verstanden. Vielleicht doch unsere Prostituierte fragen. Ja, mit der haben wir eben schon gesprochen. Da gab es keine Gesprächsoption. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt geändert hat. Aber können wir trotzdem machen. Horsti ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir können ja auch ihre Wohnung noch im Blick behalten, aber das mit diesen Kameras, das stört mich so unglaublich. Also in den Büros stört es mich übrigens weniger als in den privaten Räumlichkeiten. Ja. Aber die Kamera stört mich grundsätzlich, aber an der einen Stelle mehr als an der anderen. Ja.
Okay. Ja, das kann ich verstehen. Also mir geht es ähnlich. Private Räume ist nochmal was anderes als das hier ins Büro. Aber das Büro ist auch schon ein Eingriff, aber halt weniger ein Eingriff als das mit den Wohnungen. Und da haben wir uns jetzt schon, da haben wir jetzt schon in ein paar Wohnungen Kameras eingebaut. Ja. Und auch wieder ausgebaut. Ja, das stimmt. Wir sind immer, wir haben sie immer wieder rausgeholt. Wir haben sie halt nicht drin gelassen. Ja. Das eine Mal haben wir es, glaube ich, vergessen. Ja, jetzt in der Wohnung von Frau Feinbein sind auch noch Kameras drin. Wenn da jetzt jemand Neues einzieht, dann haben wir wieder eine ausgekamerate Wohnung. Okay. Mal gucken, wie viele Kameras wir nächste Woche hinstellen. Genau. Dann mache ich doch mal jetzt hier Spiel speichern. Spiel gespeichert. Und Hauptmenü. Ja. Und ich mache uns mal wieder groß. Tja, das für nächste Woche. Es geht voran. Das mit Kim war jetzt schweißtreibend. Hey, Arme Kuni, schönen guten Abend. Hey, wir machen gerade den Sack zu. Ja. Genau. Aber ja, wir hatten ja jetzt schon mal mit, wie unsere Frau in diesem System drin sitzt. Und ich meine auch, wie Frank dann argumentiert hat im Gespräch mit Kim, war es auch so, dass man da gespürt hat, ja, Frank ist auch ein Rädchen. Wir steuern ihn zwar und wir gehen in Unterhaltungen mit... Hey! Arme Kuni, dankeschön. Gerade noch rechtzeitig dann. Ja, abonniert schon 13 Monate. Dankeschön dafür. Wir haben auch gesehen, dass Frank auch ein Teil ist, so ein, im System, so wie er gesprochen hat mit seiner Tochter, dass, ne, diese Nonkonformismus und so. Wir spielen nur ihn und gehen dann immer mit unseren Wertesystemen dran, aber das war auch nochmal eine schöne Erinnerung daran, dass Frank halt ein anderes Koordinatensystem hat, was Werte angeht. Bisschen anders. Also irgendwo zwischen uns und seiner Frau. In der Mitte, hätte ich jetzt fast gesagt. Weil in den Gesprächen finde ich schon, dass man immer mal wieder gemerkt hat, dass er seine Kinder sehr liebt. Und Empathie und Verständnis hat für das, was sie bewegt. Du, seine Frau liebt die Kinder auch sehr. Sie hat nur überhaupt nicht diesen Freiheitsgedanken, den er hat. Ja, das stimmt. Bei ihr zeigt sich das darin, dass sie will, dass ihre Kinder Erfolg haben, dass es ihnen gut geht und um in diesem System zu bestehen, darfst du halt nicht anecken. Es hat schon auch einen Grund, warum man diesen Nonkonformismus-Begriff verwendet. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt auffällig. Das ist richtig. Ja, nächste Woche Kameras einbauen und das kann ich ja mal, ich meine, wir sind ja hier unter uns, dann kann ich das ja mal ganz kurz. Nächste Woche, 7. ist die nächste Dienstagspolitik und da werde ich ein Jahr älter sein, weil ich nämlich am Montag, Pfingstmontag, am 6.6. Geburtstag habe. Ja, ich freue mich. Direkt das neue Lebensjahr mit einer Dienstagspolitik starten, finde ich ganz schön. Und an einem Feiertag deinen Geburtstag feiern. Ja, ich freue mich sehr. Meine Eltern kommen vorbei. Und wir gehen indisch essen. Das ist... ganz zauberhaft. Am Montag. Ja, oh, da fällt mir ein, ich muss noch einen Tisch reservieren. Sollte ich auf jeden Fall am Feiertag. Ja. Das Horsti regt einen Partystream an, da wäre ich auch schwer dafür. Ja, meine Eltern sind da noch da. Also, ja, wobei, es spricht eigentlich nichts dagegen, ne? Dann seht ihr die auch mal. Wer so? Horsti Tassen? Ja. Geht auch alkoholfrei? Ja, genau. Also wobei, meine Eltern, ich habe hier auch ein Foto von ihnen stehen. Das müsste ich eigentlich auch mal machen. Mal ein paar Sachen, die hier im Hintergrund rumstehen, mal genauer zeigen. Das ist vielleicht eine Sache, die wir auch am 20. Juli mal machen können. Den Hintergrund erforschen. Mit lustigen Partyhüten, ja. Ja, finde ich auch gut. Montag gibt's keinen Partystream. Aber Dienstag gibt es wieder die Dienstagspolitik. Und kurze Vorschau. Wenn ihr am 21.06. in Wuppertal oder Umgebung seid, dann könnt ihr um 16 Uhr, wird das stattfinden,
zum Solar Decathlon Europe 2022 kommen, der in Wuppertal stattfindet. Da halte ich einen Vortrag oder eine Show. Klimagerechtes Bauen unter dem Mikroskop, wo wir uns ganz furchtbar viele Sachen angucken, so eine Stunde. Und danach soll es auch einen Science Slam geben, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist, glaube ich, offen für alle. Aber ansonsten ist die ganze Woche und schon auch davor ist dieser Solar Decathlon Europe 2022 in Wuppertal. Und ich werde auch ein paar Tage da bleiben. Das heißt, wenn ihr in der Nähe seid, sagt gerne Bescheid. Gerne auch auf Discord. Können wir uns treffen. Und wie gesagt, vielleicht, während ich da unterwegs bin, gibt es mit dem Laptop vielleicht den ein oder anderen Stream mit Ask Me Anything oder sowas. Müssen wir mal gucken. Da werde ich, glaube ich, nicht zocken, wenn ich nur mit dem Laptop im Hotel sitze. Und ich weiß noch nicht, ob das Internet gut genug ist. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen der Plan. Das wollte ich noch sagen. Wenn ihr in der Nähe seid, kommt gerne rum. Und das war meine Vorschau. Und wie es Tradition ist für die Dienstagspolitik, halte ich nun meine Klappe, mache mein Mikrofon aus und Frau Höhne hat das letzte Wort. Romy, bitteschön. Das war schon wieder so ein verrückter Ausflug mit Frank. Und eigentlich fällt mir jetzt gerade so auf, als ich versucht habe, mir zu überlegen, was könnte ich zum Schluss sagen, dass wir uns heute ganz viel darüber unterhalten haben, was eigentlich Staaten von ihren Bürgerinnen wissen und was nicht. Und was sie wissen wollen und was vielleicht auch nicht und was geschützt gehört und was okay ist und was anonymisiert wird. Und das haben wir uns angeguckt bei Frank und bei den Bewohnern des Hauses. Und wir haben es uns genauso angeguckt beim Beispiel des Zensus dieses Jahr, wo wir irgendwie nochmal geguckt haben, was soll das eigentlich, warum macht man das und wer wird denn eigentlich was gefragt. Und ich habe auf jeden Fall wieder ein paar Anregungen gekriegt. Unter anderem will ich jetzt wissen, wie das in der Schweiz funktioniert. Wenn die damit Geld sparen und das jährlich machen, heißt das, sie haben immer aktuelle Daten. Vielen Dank, Terezani. Und das mache ich aber nicht mehr heute, sondern frühestens morgen. Jetzt bin ich ganz, ganz doll müde und sage, kommt gut durch die Nacht.